Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Gardens Between. Ja, wir sind hier gerade in der Dinosaurier-Schädel-Dings-Welt. Ah! Guck mal, und damit können wir den kompletten Dino zurück wieder aufbauen. Was auch immer uns das bringt. Ich hätte mal. Guck mal, da drüben hüpft so ein Würfelding rum. Ändert das rein hypothetisch irgendwas an der Ausgangsposition des Würfeldings? Nein. Nein, tut es nicht, aber wir kommen da vorne so nicht durch. Doch, wir müssen sogar. Weil wir sonst die Glocke hier nicht läuten können. Die Glocke aktiviert da vorne das Licht. Dann gehen wir mal im Rückwärtsgang zurück. Wir brauchen aber trotz allem. Das Licht bleibt aktiviert. Wir müssen unsere Lampe erstmal da drauf stellen, auf dieses Hüpfding, damit es uns irgendwie vorwärts bringt. Da kommen wir nicht weiter. Da hoch kommen wir auch nicht, wie es aussieht. Können wir uns irgendwie hiermit einen Weg schaffen? Ja, so haben wir einen Weg nach oben. Über den Knochen. Da brauchen wir aber Licht zu. Da ist der Nebel schon im Weg. Wie komme ich denn jetzt schon an Licht? So? Reicht das? Komme ich da schon ran? Tatsächlich. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Soweit habe ich überhaupt nicht gedacht, dass ich da schon rankommen könnte. Dann lassen wir... Halt! Nach unten! Andere Richtung, Knochen. Und dann können wir hier durch. Und da verlieren wir es schon wieder. Mist. Es war ein kurzes Vergnügenlicht. So, hier kommen wir nicht weiter. Hier müssen wir... So. Ich will mal ganz kurz gucken, ob sich sonst irgendwas in der Gesamtsituation ändert. Wir haben einmal, Moment, einen Weg nach oben und einmal einen nach unten. Wir wollen, glaube ich... Nee, der bringt uns noch nichts. Doch, der bringt uns schon was. Da können wir nämlich hier die Lampe abstellen. Dann, Moment. Den Knochen so legen. Dann können wir hier nach oben. Hier brauchen wir aber Licht. Vermutlich dadurch, dass wir... das Ding da aktivieren. Jetzt kommen wir hier auch nicht mehr zurück. Und jetzt? Jetzt ist ja da die dunkle Pflanze da unten deaktiviert, aber es bringt uns, glaube ich, nichts. Ach, jetzt bleibt die aber auch. Guck mal, jetzt ist die deaktiviert. Halt, das war zu viel. Jetzt sind die Pflanzen da unten deaktiviert. Wir kommen trotzdem ans Licht. Bringt uns das in irgendeiner Form irgendwas?
Hier wird uns das nur wieder weggenommen werden. Im Rückwärtsgang. Nee, da ist auch... Ups, die habe ich gar nicht gesehen. Upp, da muss ich nochmal ganz kurz... Halt, erst die Glocke aktivieren. Döng. Dann den Knochen darunter fallen lassen. Dann über den Knochen nach unten. Licht aktivieren, Licht abstellen. Ich bin nur gerade am gucken, da ist ja noch so ein Bernstein, ob der irgendwie kaputt geht. Aber ich glaube, es ist ein Nein von mir. Was beeinflusst das denn noch da oben? Ah, guck mal, da oben beeinflusst es auch die Pflanze. Das heißt, Moment, dann brauchen wir aber theoretisch das Licht. Moment. Weil es so schön ist, gleich nochmal. Nein, ich muss da unten die Lampe ausmachen. Ganz nach oben. Döng. Dann den Knochen nach unten legen. So. Dann das Licht abholen. Dann nochmal an der Lampe bimmeln. Es wird kompliziert. Aber das finde ich jetzt zum Beispiel gar nicht so schwer, das Level. Oh, Moment. Einmal ganz nach oben. Döng. Man muss nur ein bisschen aufpassen, was passiert. So, an der können wir jetzt nämlich einfach vorbei. Ach. Und den Dinosaurier komplett aufbauen, wie cool. Mit dem Licht im Mund. Das uns zwar nichts bringt, aber sehr symbolisch aussieht. Moment, das will ich nochmal für ein Thumbnail gescheit haben. Ach, sehr cool. Und weg mit dem Licht. Schwing! Und wir haben auch den Dinosaurier abgeschlossen. Jetzt bin ich mal gespannt auf die Geschichte dahinter. Ja, weißt du doch damals, als wir uns im Garten einen Dino ausgebuddelt haben. Was ist denn? Im Museum haben die aus Versehen... Sieht so aus, als ob die aus Versehen einen Papierflieger oder so in den Dino reingeworfen haben und dann versucht haben, den Papierflieger wieder zu bekommen. Goldig. Dann war das die Museumswelt. Was haben wir jetzt? Oh. Abwasserkanal. Sieht nach Abwasserkanal aus. Sieht sehr düster aus. Mal schauen. Nach diesem wieder viel zu langen Ladebildschirm, der sehr lang ist. Ah, wie gesagt, man muss nur nörgeln und auf einmal geht das dann. So, gleich am Anfang geguckt, zurückspulen kann man nicht. Ja, das ist eindeutig ein Abflussrohr. Da kommen wir rüber. Was macht das?
Was hat das jetzt verändert? Okay, da kommen wir rüber. Bringen tut das uns aber noch absolut gar nichts. Wir müssen da irgendwie das Licht durchjonglieren. Ich nehme noch mal die Lampe mit. Dann... Halt, nein. Nein, 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 nein. Oder? Kann ich da... Nee, da kann ich nicht zurück. Könnte ich aber alternativ unten rum. Wenn wir jetzt... Jetzt hätten wir das Licht. Kommen aber da nicht drüber. Ich sehe leider die Veränderung nicht, was... Ach so, das ist... Ich bin so doof. Ich bin gerade... Das war gerade... Ein richtiger Gehirnaussetzer. Uiuiuiui. So, dann hocken wir dich da drauf. Dann wird das irgendwo zwischengelagert. Da hinten... Okay, dann müssen wir aber nochmal umdrehen. Denn da, wo das Licht gerade ist, bringt es uns relativ wenig. Allerdings müsste ich jetzt unten lang können, gell? Ja, genau. Ach so, ich kann natürlich... Jetzt ist da abstellen. Kann jetzt die wieder tauschen. Na Moment, das hat uns ja überhaupt nichts gebracht. Moment, das hat uns ja überhaupt nicht weitergebracht. Ich muss doch irgendwie eher, wenn ich hier das Licht bekomme. Ah, Moment. Ich muss irgendwie. Wie mache ich das? Nee, das geht, das kriege ich ja. Nee, das geht wahrscheinlich gar nicht, so wie ich mir das vorstelle. Da komme ich eh nicht lang, da muss ich das ausmachen. Ach so, doch, ich könnte vielleicht, wenn ich da unten zwischenparke. Ach so, dann kommt er auch nicht weiter. Ich bräuchte jetzt da den anderen Knubbel. Kann ich das vielleicht... Moment, wo könnte ich denn... Nee, jetzt habe ich aber kein Licht. Jetzt habe ich weder Licht noch Lampe, ne? Aber ich könnte, Moment, wenn ich die Lampe hätte... Ich brauche die Lampe nochmal. Komm mal runter. Nein, das war nicht ganz genug. Wenn ich die Lampe hätte... Dann muss ich die ganz kurz da unten ausgehen lassen.
Dann hier anmachen. Da drauf setzen. Das ist nämlich der andere Würfel. Und der kommt direkt an den Eingang ran. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und dann haben wir das Rätsel gelöst. Richtig. Wunderbar. Dann gib mir das Licht. Und wir beenden das Level. Nice. Schön, schön. Jetzt lohnt es sich aber, glaube ich, nicht. Oh, das sieht cool aus mit dem Eingang, da in der Luft schwimmt. Ich glaube, es lohnt sich jetzt aber nicht mehr, das Level in der Folge noch anzufangen. Deswegen hoffe ich, dass die Folge euch gefallen hat. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.